Hallo, ich bin Marc Avila und leite das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrorevitation an der Universität Bremen. Außerdem bin ich Geschäftsführer der Falltrum-Betriebsgesellschaft, die den Falltrum betreibt. 1990 wurde der Falltrum hier auf dem Campus der Universität Bremen in Betrieb genommen. Und seitdem ist es möglich, in diesem Forschungslabor Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Das dürfen wir bis zu 9,3 Sekunden machen und das ist weltweit ein Rekord. Experimente, die eine längere Versuchsdauer brauchen, werden im Weltraum durchgeführt. Dort gibt es die internationale Raumstation oder auch Satelliten, wo dann Schwerelosigkeitsbedingungen permanent vorherrschen. Der Zugang zum Falltrum Bremen ist allerdings deutlich einfacher. Deswegen kommen Wissenschaftler aus der ganzen Welt hier nach Bremen, um mit Experimente den freien Fall auszusetzen. Das tun wir bis zu 400 Mal pro Jahr. Wenn man das Stichwort Forschung unter Schwerelosigkeit hört, denkt man automatisch, es muss um Raumfahrtforschung gehen. Das ist natürlich der Fall, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die hier im CERN durchgeführten Experimente reichen von Biologie, Chemie, Strömungsmechanik bis hin zur Fundamentalphysik. Die Schwerelosigkeit lässt sich besonders gut für Grundlagenforschung nutzen. Hier auf der Erde wird alles durch die Gravitationskraft bestimmt. Wenn wir die Gravitationskraft einfach zu Null setzen können, dann können wir viele Phänomene viel näher untersuchen. Dies trifft auf viele Prozesse zu, zum Beispiel auf die Verbrennung. Wenn eine Kerze hier auf der Erde brennt, dann nimmt sie die Luft auf der Umgebung, saugt sie ein. Diese wird dann leicht durch die Wärme und steigt hoch. Wollen wir das im Falltrum machen oder auf die Raumstation, wird das ganz anders sein. Ohne Gravitation, dann hat kein Effekt, ob die Luft dichter oder weniger dicht ist und so brennt die Kerze ganz rund. Am CERN wird unter anderem erforscht, wie Treibstoffverbrennung emissionsärmer ablaufen kann. Eine andere Forschungsgruppe hier am CERN generiert unter Mikrogravitation Bose-Einstein-Kondensate. Dieser Aggregatzustand wurde in den 20er Jahren von Bose und Einstein vorhergesagt, aber erst 75 Jahre später im Labor nachgewiesen. Das war in den USA, im MIT und nur für Millisekunden. Trotzdem gab es dafür einen Nobelpreis für Physik. 8 Jahre später könnte ein Forschungsteam hier im CERN im Falltrum ein Bose-Einstein-Kondensat unter Mikrogravitationsbedingungen generieren. Das war möglich für mehrere Sekunden, was auch erlaubt, diese Bose-Einstein-Kondensaten in viel mehr Detail zu untersuchen und neue Fragestellungen auch zu klären. Aber natürlich haben viele Experimente im Falltrum einen ganz direkten Bezug zur Raumfahrt. Häufig werden Systemkomponenten, die später im Weltall im Einsatz kommen, hier im Falltrum getestet. Eine Gruppe von Kollegen aus Japan hat zum Beispiel einen Lander getestet, welches auf einem Asteroid landen soll, dann Proben entnehmen und hier die zurück auf die Erde bringen. Ein spannendes Forschungsfeld, ein welches mir sehr begeistert persönlich, ist auch das Verhalten von Flüssigkeiten im Weltall unter Mikrogravitationsbedingungen. Das ist ein wichtiges Thema, zum Beispiel für die Betankung von zukünftigen Raketen im All, dann Richtung Mars, und auch für Lebenserhaltungssysteme für die Astronauten. Und je konkreter wir mit dem Gedanken spielen, eine Mission zum Mars zu planen, umso wichtiger werden diese Forschungsthemen. Auch für unser Leben auf der Erde können die im Falltrum durchgeführten Experimente später eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise generieren wir ein Pulver im Falltrum, das unter Zufuhr von Strom leuchtet. Für die Herstellung dieses Pulvers ist besonders wichtig, dass man ganz kleine Partikel hat und auch, dass das Material möglichst homogen verteilt ist. Da spielt das gleiche Effekt wie bei der Kerze eine wichtige Rolle. Auf diesem Grund wird der Vorgang in Mikrogravitationsbedingungen durchgeführt. Das Besondere an diesem Leuchtpulver ist, dass es wenig Energie verbraucht und auch im Vakuum funktioniert. Somit ist es hervorragend geeignet für den Einsatz im Weltraum. Außerdem denken wir, dass langfristig so ein Pulver auch für Displays auf die Erde zum Einsatz kommen kann. Damit könnte sich die Akkulaufzeit eines Handys bis zu eine Woche verlängern. Solche Beispiele für Alltagsanwendungen aus der Raumfahrt gibt es häufig, insbesondere auch auf dem Gebiet der Raumfahrtmedizin. Da die Schwerelosigkeit unter anderem einen Einfluss auf die Körpertemperatur hat, wurden Sensoren zur langfristigen Temperaturüberwachung der Astronautinnen und Astronauten entwickelt. Heute werden diese Sensoren in Krankenhäusern zur Überwachung von frühgeborenen Säuglingen und auch zum Schutz von Feuerwehrleuten eingesetzt. Also, viele der Ergebnisse aus dem Falltrum oder der Raumfahrt im Allgemeinen werden nicht nur im Weltraum eingesetzt, sondern haben auch einen großen Impact hier auf der Erde.